Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike mit Kiki am Start. Und erstmal ganz wichtig von allem, ich werde so oft angeschrieben und Leute fragen mich wegen Karten. Ich bin der falsche Mann dafür. Hier ist der Spezialist, unten in der Videobeschreibung, alles verlinkt, checkt aus, schreibt ihn an, wenn ihr Fragen zu Karten habt oder so. Er ist der Fachmann. Kiki, vielen Dank. Mike, ey, ich habe die Ehre, dass du heute hier bist wieder. Ich finde es schön, dass du hier bist, du Zeit für mich nimmst. Mega safe, cool. Immer noch. Ja, Mann. Das ist ja schon wieder ein paar Jahre her, ja. Als ich mit meinem Schuhkarton bei dir war und mit meinen abgefuckten Karten damals. Ne? Die goldenen Zeiten. Die goldenen Zeiten schon. Und du hast schon gesagt, hier an der Schachtel alleine in der Box, ne, merkt man schon, ich habe mich ein wenig gesteigert. Ne? Upgrade ist da, man muss wissen, wirklich, ich weiß, du kamst zu mir nach Hause, du hast mir so einen Schuhkarton reingeworfen, wo alle Karten wild waren, ohne Sleeve, ohne Toploader. Aber das war die Realness der 90er, deswegen das kein Disrespect. So sah jede Sammlung aus. Aber richtig. Jetzt, mein lieber Golli, mein lieber Scholl, jetzt kommst du mit Feuer um die Ecke. Allein der Schachtel hat schon ein bisschen was gekostet. Ja, schon. Glaube ich. Aber der Inhalt zählt, ne? Ja, und da bin ich jetzt heiß. Du hast gesagt, du hast ein paar Karten, wo ich mal rüber gucken muss. Kann er dazu nicht sagen, wie gesagt. Daher guck mal einfach mal. Sehr gut. Oh, das ist aber ein bisschen durcheinander geworden. Man sieht noch ein leichtes Durcheinander, aber das ist einfach nur zu ertragen. Ja, trotzdem, die Karten sind gesleeved, die sind getoploadert. Es kommt schon sehr professionell rüber. Also das Durcheinander jetzt, das war eigentlich nicht gewollt. Ja, der erste Eindruck, ich hätte vorher noch mal reinschauen müssen. Weil Real Talk, er hat die Box vor sich gehabt, er hat keinmal reingeguckt. Er hat mir noch nicht mal erlaubt reinzugucken. Das ist jetzt authentisch hier. Richtig, alles authentisch hier. Ich werde noch nicht reingucken, bevor du mir sagst, dass ich reingucken soll. Ja, ansonsten, Community, wir haben hier, ich und mein Bruder, wir haben den B-Brother Store in Langenfeld. Es geht um Sammelkarten, um unterschriebene Artikel, um Ivans Kunst. Er macht viele Hip-Hopper und all sowas. Deswegen, wenn ihr zwischen Köln und Düsseldorf seid, Langenfeld, kommt gerne vorbei auf Instagram B-Brother Store. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr vorbeikommt. Nein, Mann, immer wieder, ich war jetzt das dritte Mal hier gewesen. Ja. Wow, immer Liebe, weil du hast hier so viel Zeug, Hip-Hop und Cartoons und Super Mario, hinten ist Kunst von Hip-Hop, ey. Es ist kommt doch immer irgendwas Neues dazu. Ja, Mann, es kommt immer was Neues dazu. So. Wo fangen wir an? Wie zum Beispiel jetzt mit Dennis Schröder. Sehr nice. Dennis Schröder feiere ich. Killer eben. Ja, voll. Killer eben. Dennis Schröder. Ja, Mann. Select Rookie. Jetzt 10. Wow. Schon, ne? Stark. Stark. Ja, wollte ich unbedingt haben. Wirklich, wirklich stark. Ja. Du kommst schon mal richtig hart mit Flex um die Ecke. Ja. So, Michael Jordan Karten. Stell dir die mal an. Sehr gerne. Mit Michael Jordan Karten kann man nie was falsch machen. Das ist so, das, man kann auch sagen, die Währung des Hobbys. Mit einer Michael Jordan Karte bist du immer gern gesehen. Mhm. Egal ob Base Card oder die teuren, aber Jordan geht immer. Schon, ja. Ich erinnere mich, du hast mich mal angeschrieben, du hast dir genau richtig, wegen kann. Diesem Pack. Ich meine, die Karten sehen echt cool aus. Genau noch dazu. Die sehen echt cool aus. So coole Bilder von Michael Jordans Zeit, bevor er bei der NBA gespielt hat. Das Pack war 30, 40 Dollar oder so. Und es war halt alles von North Carolina, es war Football genau. Mit dabei. Deswegen, das Coole ist, man muss sich ja nicht nur in den aktuellen Zeiten widmen, sondern man kann auch ein bisschen in die Retro-Historie gehen. Das hast du hier bei dem Set safe gemacht. Sehr, sehr gut. Was ist so der Wert von so einer Karte? Die sind ja auch schon 30 Jahre alt. Ja, schon. Ja. Die sind vom Jahre so 1990, 30er. Also viele, die sich nicht auskennen und damals in den 90er Karten gesammelt haben, die sagen, boah, 30 Jahre alt, jede Karte ist unbezahlbar. Ne? Genau. Das ist schon mal so ein Trugschluss eigentlich. Ne? Richtig. Also viele Karten, man muss sagen, offen reden, viele Karten der 90er, das waren früher Kioskprodukte. Mhm. Jeder hat damals Karten gesammelt, weil es für jeden verfügbar war. Ja. Viele Karten, wenn wir heute zurückblicken, von 90 bis 96 bevor Kobe kam, waren eher so massenproduziert worden. Deswegen, die Sammler von früher haben die Karten schon und die Sammler von heute würden sich heute weniger für die alten Karten interessieren. Mhm. Muss man wirklich Real Talk sagen. Deswegen, vom Wert her sind die meisten Karten wirklich überschaubar. Wir reden über sehr, sehr geringe Centwerte. Aber Michael Jordan Karten ist Michael Jordan Karten. Ja. Deswegen, so eine Jordan Karte würde ich immer zwischen 1 und 2 Euro safe sehen. Jede Karte von Jordan. Könnte man jetzt sagen, man hätte sie noch 20 Jahre im Schrank, dass sie dann eventuell... Könnte man, aber bei denen würde ich jetzt nicht machen, weil die Karten sind auf lange Sicht zu irrelevant. Es gibt Karten, die sind sehr relevant. Da ist auch egal, ob du die gegradet hast, wie bei der Dennis Schröder. Aber die Karten... Das war so eine Karte, die gab es in ihrem Kiosk, die hat jeder. Ja, ja. Und die sind einfach sehr leicht zu beschaffen. Ja. Deswegen so ein 1-2 Euro hast du bei der Karte immer safe.
aber auch in 10 Jahren reden wir immer noch von 11 Euro. Ein wichtiger Punkt. Aber cool, hier, Flea, safe. Das war eins der ersten Sets, die ich hier geöffnet habe. Zeig mal in die Kamera. Das war übrigens 6, ich sag das mal in die Cam, das war nämlich 6,97. Schöne Elfer. Ja. Auch hier, schau mal hier. Das hier war Collector's Choice. Ich auch alle, ja. Meine allererste Kobe Bryant-Karte. Von 97,98 stammt aus diesem Set. Und die habe ich auch übrigens hier im Boden eingearbeitet. Ja. Wurde sich letztens beschwert, ich habe es noch nicht gesagt und ich habe es nicht gefilmt. Ich wollte es gerade sagen, wir haben letztens was vergessen. Wir werden es gleich nachholen, oder? Ja, hoffe ich doch, ja. Safe, wir werden es nicht vergessen. Deswegen sorry für die Community. Oder es wird ein Running Gag. Aber ich meine, die Karten sehen cool aus, so keine Frage. Du hast meistens Jordan in Action-Posen. Auch hier, guck mal den Handschlag an. Der ist so real. So. Auch hier, die war cool, die ist von 2007. Ich weiß, das Pack hast du aufgenommen, das hast du in einem Stream live gezogen, die Karte. Hast du gesehen? Ja, ja. Mhm. Ich weiß, du hast das Pack schon von 2007, 2008, das war ein Fatpack mitgenommen, mit, auch mit einer Frauenpackung und da war die Karte drin. Genau. Safe, safe. Bei den alten von North Carolina, zeig mal bitte einer davon in die Kamera. Es sind halt alte Bilder von Anfang der 80er Jahre, wo Jordan auch für North Carolina gespielt hat, die wirklich zeigen, wie er damals geworfen hat, wirklich aus dem Jahr 1990. Die sind von 1990. Krass, gell? Ne? 32 Jahre alt. Deswegen, man denkt auch, guck mal, richtig alt, ja. Starke Karte, ja. Aber vom Wert überschaubar. Ja. Ne, aber trotzdem, es geht nicht nur um Werte. Klar. Wenn eine Karte cool ist für die, nimmst du sie jederzeit mit. Würde ich jederzeit im Schlaf mitnehmen, so eine Karte. Aber ich könnte mir sagen, was wäre die ungefähr wert? Von 10 bis 100 Euro? Die hier? Also wir reden schon, ich glaube, im 2-3 Euro Bereich. Ne? Also die wird jetzt keine große Werte haben. Ich kenne das Produkt. Es ist eigentlich leicht zu beschaffen, deswegen überschaubar. Ja. Es ist von der Relevanz jetzt nicht so, dass man die unbedingt heute noch sehr, sehr stark nachfragt, die Karten. Mhm. Es gibt noch andere Karten, ein paar Jahre vorher, die sind sehr gefragt, die gehören leider noch nicht dazu. Das Ding, du kennst ja echt alle Karten, ne? Außer letztes Mal, wo ich dir welche mitgebracht habe, weißt du noch welche? Ja gut, du hast mir da irgendwas geholt, aber ich habe den Gläser nicht gehört. Kannst du nochmal wiederholen, was das war? Kuroko no Basket, genau. Panini Basketball. Ganz ehrlich, ich kenn's heute immer noch nicht. Aber ich feiere dich, dass du mir was beigebracht hast. Es gibt's jetzt mittlerweile auf Netflix. Kannst du es dir anschauen. Zum Beispiel einen Film gibt's auch, Kuroko Film. Den muss ich mir reinziehen. Mega gut. Das ist ein One-Style, das ist computeranimiert und dann drüber gezeichnet. Also der Film ist richtig fein. Seht ihr, und ich habe wieder was vom Mr. Mike gelernt. Siehst du? Man lernt immer was dazu. Seid offen, ja. Habt die Augen und Ohren offen und mal gucken, wo die Reise hingeht. Genau. Aber die John-Card richtig nice, da hast du aber echt schon gut Gas gegeben mit den John-Karten. Ja. Ja, es waren noch viele alte, wo ich jetzt auch gesleeved habe. Also safe, so. Safe. Weil bei Jordan machst du erstmal nichts falsch. Da war jetzt keiner dabei im oberen 5-Euro-Segment, aber so 1 bis 2, nicht 3 Euro. Nicht mal im 5-Euro-Segment. Leider nein. Boah. Aber zum Beispiel die hier, die würde ich safe bei einem 3 Euro sehen. Clear. Aha. Wir haben die übrigens auch hier im Laden, ganz, ganz viele davon. Mhm. Aber ja, sehr, sehr coole Karten. Okay. Alle so 1 bis 3 Euro okay. Pro Karte. Wie gesagt, Jordan ist immer eine stabile Währung. So, dann habe ich hier neues Zeug. Wir gucken uns mal die an, würde ich sagen. Bedien dich hier einfach irgendwie. Oh. Was hier jetzt dabei ist. Gehen wir direkt in die Toploader rein. Ja, oder machst du erst hier? Pass auf, wir Toploader kommen gleich. Iverson, Bombe, Chris Paul. Das sind Päckchen, die du selber geöffnet hast? Mhm, alle. Verschiedene Produkte, ne? Auch hier James Wiseman, mal gucken, wie er wieder in NBA reinkommt. Großes Potenzial. Ich muss mal fast die Kamera hier rüber tun. Das Wichtige sind so Karten wie hier. Also hier, guck mal, so Iverson, so Legenden wie Iverson gehen immer. Ich zeige dir übrigens gleich ein Foto. Ich habe mit Iverson mal ein Foto gemacht. Ich bin ein bisschen größer als er. Aber solche Karten gehen immer. Das ist immer eine coole Sache. Auch was immer geht, sind diese Rookie-Karten. Ups. Zum Beispiel hier sieht man das Unrated Rookie-Symbol von Josh Giddey. Auch ein Spieler, in den ich sehr, sehr viel schätze. Der müsste jetzt auch gut explodieren. Lillard geht auch immer cool. Aber ich freue mich auch immer von Base-Karten, wenn es von guten Spielern ist. A la LeBron James und so weiter. Die Karten gehen eigentlich immer. LeBron dasselbe wie bei Jordan. LeBron, Kobe-Karten. Auch wenn wir von Base-Karten reden, die Karten gehen immer weg. Mhm. Genau, ich baller mal hier weiter. Bam! Kobe Bryant Rookie-Card mit Sharif Abdul-Rahim. Eins meiner Lieblingsfotos, muss man wissen.
Kobe gegen Sharif und damals gab es die One-on-One-Serie von Collector's Choice. Mhm, ja. Sehr, sehr cool. Ja. Und auf der Rückseite sieht man auch, gegen welche andere Matchups es gab. Das war jetzt eher für Rookies gerichtet. Von Ivan der Lieblingsspieler war Antoine Walker und hat gegen Walter McCarthy angesetzt oder Allen Iverson gegen Stephen Marbury. Mhm. Also richtig, richtig ikonische Dinge. Iverson Marbury, das war auch wieder. Safe. Die waren die, das waren so die Point Guards. Was wenige wissen, Steve Nash war auch im selben Jahrgang. Ja Morant auch. Kyrie Irving. Also ich muss sagen, du hast eine extrem gute Spielauswahl hier. Viele gestanden. Trae Young. Wir haben gerade eben noch eine Trae Young Unterschrift hier gesehen. Die sind nice. Ich liebe die Slam, ja, safe. Die liebe ich. Jason Kidd, auch einer meiner Lieblings-Point Guards ever. Und die Slam-Karten aus Hoops feiert man. Kyrie Irving. Guck mal hier, eine Ray Allen Rookie Card von Collector's Choice. Deswegen, das war wirklich ein Low-Budget-Produkt. So eine, damals im Jahre 97 war das vielleicht 1 oder 2 Mark gewesen. Mhm. Aber die Karten sind nicht zu unterschätzen. Einfach okay. Von den Bildern, von den Informationen. Wenn man die umdreht, die hatten super viele Texte. Mhm. Und wenn ich mich nicht täusche, könnte das sogar deutsch sein. Genau, leider nicht deutsch, aber auf jeder Karte stand unten noch eine Fragestellung drauf. Mhm. Also es waren immer so informative Sachen drin, ja. Und meistens wurde man auf der Karte noch was gefragt, so à la Quiz, dass man da auch noch einiges rausfinden kann. Also Mike, Kompliment, sehr starke Karten bis jetzt. Ich werfe meinen Hut jetzt schon und ich bin noch nicht mal andersweise hier durchgegangen. Licht drauf. Was willst du mit der Scheibe auf? Das ist Wer ist so dein Lieblingsspieler gerade in der NBA? Irving würde ich sagen. Kyrie Irving, ja. LaMelo finde ich vom Spielstil her sehr schön zum Zusehen. Sehr nice. Steph Curry auch. Also ich muss sagen, einer meiner Lieblinge ist safe. Irgendwie der Typ, Kevin Garnett. Ja. Bombe. Also einer, der mich richtig catcht, ist wirklich Luka Doncic. Irgendwie, oh ja, klar. Irgendwie natürlich. Packt er mich jedes Mal, wenn er den Ball hat. Es passiert immer irgendwas. Guck mal, wie nice der aussieht. Die ist mega nice. Kriegst du ne? den Effekt rein? Super geil. Du bist ein Hologramm-mäßig. Die ist mega nice, ja. Richtig nice Karte. Und die, guck mal, die ist durchsichtig. Richtig starke Karte. Wart ihr eigentlich in München bei Deutschland gegen Slowenien? Nein. Nicht? Wir waren aber bei allen Spielen in Köln von Deutschland und okay. Slowenien. Und wir waren in Berlin beim Finale und beim Halbfinale. Mhm. Und da habe ich was gesehen. Richtig krass. Instagram. Daher auf Instagram folgen, ne? Ich habe es schon erwähnt. Folgt uns, folgt Mr. Mike, folgt allen. Basketball Content for Life. Boah, guck dir den mal an, Vince Carter. Nice. Haben sogar einen hier, der läuft mit Vince Carter Trikot rum. Ja. Ey Chris, komm mal ganz kurz. Ich will nur kurz das Trikot abgleichen. Passt, oder? Das gleiche, ja. Doch, Chris, wo hast du das her? Aus Philadelphia. Wer hat es dir besorgt? Du. Das habe ich heute schon mal gehört. Ey, Mann, ich kann nie genug damit flexen. Auch hier Giannis, also starke. Du hast bestimmt noch viele Karten, die vielleicht von Spielern nicht so gut waren. Oder sind alle deine Karten hier? Das sind mehr so meine Favorites. Deine Favorites, genau. Ich habe eine extra Box mit Karten, wo ich sage, ja, die... Das sind so die Schuhkartonkarten, ja. Oder? Genau. Man hat auch das immer die Schuhkartonkarten. Ja, daheim habe ich die Schuhkartonkarten. Ich glaube, die hältst du immer noch in der Schuhkarton, oder? Nee, die habe ich dann in der weißen schönen auch Boah, so wie die. LaMelo Ball. Also es ist wirklich so, man hat halt viele Karten, die nicht so wichtig sind, die man auch in so unwichtigen Boxen wie Schuhkarton hält. Ey Chris, wir haben übrigens ein paar Damian Lillard Karten hier. Da musst du gleich mit Mike auch eine Tauschrunde machen. Okay, hier hast du aber schon differenziert. Ich, guck mal hier. Das ist übrigens eine Parallele. Die ist nice. Ne? Das ist übrigens eine Parallele. Ja. Das ist die National Pride. Ja. Mit der amerikanischen Flagge. Du hast hier schon einige starke Karten drin auch. Ist jetzt nichts mit hohem Wert, aber wir reden auch über viele Karten, die 1, 2, 3 Euro haben. Auch die ganzen LeBrons. Bei LeBron reden wir auch von 1 bis 2 Euro. Jetzt ist auch die Sache. Doncic. Das ist die Red Parallel. Ne, von Giannis, Curry, Tatum. Und die Spielauswahl ist stark. Ich frage mich gerade, wie viele Produkte du aufgemacht hast. Einige, ich habe einige. Das kann nicht nur wenig gewesen. Nee, ich habe wirklich viel gemacht. Ich wollte einige Videos sehen, aber wirklich so ein Hype habe ich schon ordentlich auch ausgegeben. Ne? Und sag du mir mal jetzt mal, was ist dein Lieblingsprodukt? Habe ich jetzt gar nicht. Ne? Ich kaufe mal eins und dann mache ein Video drüber und denke mir, ich will ja nicht nochmal eins vom gleichen machen. Ich ja, machst du immer Abwechslung. So. Mir so das, was ich mir noch so preislich leisten habe können, ne? Die habe ich dann gemacht. Also wirklich auch top hier die Box, die du
Hast zur Kartenaufbewahrung, die ist echt gut. Ja, die ist schick, finde ich. Die macht schon was her. Die finde ich gut. Also mein einer meiner Lieblingsprodukte ist Safe Mosaic. Die haben halt so diese wie Waben in vielen schönen Farben. Und Select. Select kommt immer sehr royal rüber. Mhm. Mit diesen verschnörkelten Mustern. Boah, Lamello Ball Rookie Card. Die geht auch so für, ich glaube, 6 Euro. Mhm. Aber die ist gut. Auch Obsidian. Du hast auch Obsidian aufgemacht. Obsidian hast du auch aufgemacht. Das ist ein recht teures Produkt, aber das war wahrscheinlich die Asia T-Mall Box. Die war noch einigermaßen überschaubar. Hier muss man sagen, guck mal hier, schau dir an die alten Karten. Winston Garland. Früher, die alten Karten waren irgendwie für mich noch ein bisschen attraktiver vom kompletten Flair, die so eine Karte hatte. Wieder so dribbelt, hinten der Wurf. Deswegen, ich bin einer, ich lebe auch ein bisschen in der Vergangenheit mit den ganzen, guck mal hier, Chris Webber. Geiler Typ so. Das schon. Kennst du noch seine Schuhmarke? Nee. Dada? Echt, hat er Dada? Dada, er hatte Dada. Dada waren ja auch die Spinner im Schuh. Richtig. Chris Webber hatte Dada und Latrell Sprewell hatte auch Dada. Das wusste ich nicht mehr. Ne, safe. Deswegen super, super geile Karten. Also, du hast jetzt schon Upgrade von damals. Das auf jeden Fall, ja. Bin ich ja gespannt auf die da hier, ob da hier. Okay, jetzt gehe ich aber in die Materie rein hier. Jetzt geh mal rein hier. Boah, Jersey Card. Hast du auch eine Lieblingskarte? Ist ja auch hier drin? Oder hast du so eine Vitrine zu Hause mit Karten? Meine Lieblingskarten sind die von Jason Williams. Jason Williams. Aber die habe ich jetzt gar nicht alle eingepackt. Die sind gar nicht drin. Maxi Kleber, Ehrenmann. Boah, Holographics. 99, 2000, Upper Deck Holographics. Guck mal, den Effekt. Kriegst du den rein? Mhm. Das war eine normale Basecard und die sieht so aus. Mhm. Heute sehen die Parallelkarten so aus. Luka Doncic. Luka. Doncic soll ja auch immer gehen. Geile Karte hier, Slam Magazin. Ja. Das erste Mal, dass er auf der Slam drauf war. Die habe ich mir zum Beispiel extra gekauft im auf eBay. Safe. Ja. Sowas. No-brainer. Schon. Hallo, grüß euch. Hi. Boah. Was sagst du zu der zum Beispiel? Genau. Boah. Ja? Boah, die habe ich nicht erwartet. Das ist einfach meine Zion Williamson Jersey Card. Starke Karte. Aber wieso ist die zum Beispiel nicht nummeriert? Muss nicht. Das ist eigentlich von einem Low-Budget-Produkt. Man muss wissen, Hoops ist ein Standardprodukt, wie Donruss. Das ist eher so die einfachsten Dinger, die man kriegt. Und nur bei den teureren Serien sind die Karten auch nummeriert. Mhm. Hier ist es eher nicht so. Deswegen, wir wissen gar nicht, wie oft es die Karte gibt. Vielleicht sind es 500 Stück, vielleicht gibt es 1000 Stück. Mhm. Aber eine Zion Williamson Jersey Card Rookie Remnants. Schon nice, ne? Sogar mit Rookie-Material drin. Mhm. Nimmst du jeden Tag mit. Starke Karte. So, und gerade, ich glaube, der wird richtig explodieren jetzt. Der hat sich jetzt lange geschont. Ja. Zion, also ich glaube, den werden wir richtig erleben. Und sogar die Rookie von Hoops hast du auch. Das Krasse ist, ich habe ja das erste Spiel live miterlebt. Einen Tag nach der Beerdigung von Kobe Bryant in L.A. War das Spiel Lakers gegen die Pelicans. Ich war dort, habe mir das Spiel angeguckt. Erstes Spiel von LeBron James gegen Zion Williamson. Mhm. LeBron hatte 40, Zion hatte 29. Mhm. Und Gänsehaut-Moment. Zion ist so eine Maschine, wenn er gesund ist, du kannst den Typ nicht kontrollieren. Mann, das ist echt eine Maschine. Deswegen, ich habe den zweimal live gesehen in Amerika und ich weiß, was der Typ kann und er kann. Stark. Hier Ja Morant. Das ist jetzt auch so die Sache. Oh. Und die muss ich rauslegen, einfach nur auf Ehrenbasis. Kobe auf Ehrenbasis. Mhm. Hier muss man auch sagen, eins der letzten Sets, die von ihm auch erschienen ist. Ich lasse sie einfach mal hier oben auf Ehrenbasis liegen. Kobe ist zu relevant, das will ihn nicht hoch. Guck mal, hier kommen auch schon die ersten Nummerierten auf 49. Rookie von LaMelo Ball. Sag mal, was ist so deine niedrigst nummerierte Karte, die du besitzt? Boah. Ich glaube. Guck mal hier. Ja, ich hab's schon gesehen. Die muss ich zeigen. Das ist die Mosaik, die normale, und das ist die Regenbogen. Oder? Prism oder auch genannt Holo. Mit Regenbogen. Kriegt man den Effekt rein? Da, ja doch, ja. Schon. Und das ist ein Pluspunkt. Ich glaube, die normale geht bestimmt für 5, 6, 7 Euro. Die Holo bestimmt 20, 30 Euro so. Also, das ist bis jetzt die stärkste Karte. Ne, die Zion und die ist stärkste, die ich bis jetzt gesehen habe. Auch wieder eine Green Mosaik parallel von LeBron.
stark. Boah. Also du hast nicht enttäuscht bis jetzt. Auch hier, die Karte muss man auch gezeigt haben. Auch eine durchsichtige, auch wenn es nur leicht, aber man kann ein bisschen durch die Karte durchgucken. Das ist so eine genannte Acetate, die ist aus Plastikmaterial. Mhm. Auf Ehre, Dražen Petrović. Ja, Mann. Rest in Peace. Oh ja, Mann. Bester kroatischer Spieler aller Zeiten. Leider in Deutschland verunglückt, weißt du wo? Ja, auf unserer Autobahn 8 irgendwo da. Nee, von Nürnberg. Von Nürnberg? Nürnberg, nee, von Nürnberg ist er verunglückt. Mit einer. Ich kenne die Story nicht mehr, genau. Boah. Der Freundin von irgendeinem Fußballer, irgendwie so. Okay. Das ist schon wieder sehr. Ihr kennt ja alle Oliver Bierhoff, ne? Mhm. Oliver Bierhoff. Dražen Petrović war verheiratet, deine Frau hieß Klara. Klara war mit ihm im Auto. Klara hat überlebt. Sie hat diesen Unfall überlebt. Mhm. Klara hat 2 Jahre später Oliver Bierhoff geheiratet. Mhm. Den WM-Torschützen, den EM-Torschützen von dem Golden Goal von der EM 96, damit die Europameister werden. Mhm. Deutsche Legende, Nationalelf. Und Oliver Bierhoff ist verheiratet mit der Frau von Dražen Petrović. Mhm. Ex, ist Witwe. Ne? Aber hier, boah. Mike. Oder wie sagt man? Aber Mike. Mike. Aber Mike. Aber Mike, was ist das für eine Karte? Ist nice, gell? Die ist krass. Ja. Das ist eine Rookie-Auto von Jason Williams von 98. Also die ist von seiner ersten Saison. Selbst hier ist er bei der Florida State noch abgebildet. Mhm. Stark. Das ist sogar die Gold of 200. Boah, ich bin neidisch auf die Karte. Die habe ich noch nicht mal. Deswegen, Mike, cool. Hochachtung für dieses nice. Geile Karte. Man merkt auf jeden Fall, du magst Jason Williams. Ja, eins der coldesten Bilder ever, oder? Oh, und da wollte ich dich noch fragen, weißt du, wann diese Popfigur rauskommt mit diesem? Weil zurzeit kommen ja alle Slams. Ich habe die schon gesehen, die ich Figur. Ich weiß, die kommt weißt aber ich weiß nicht genau wann. Ja, also ich warte, die ist heftig. Ich durchsuche das ganze Internet schon immer regelmäßig. Jason Williams ist so ein Ehrenmann. Ich warte auf diese Figur. Ungelogen. Film mal bitte diese Pose. Du weißt, da kommt jetzt irgendwie behind the back pass oder kommt, schon, wenn er schon so angewinkelt da steht. Genau, richtig. Du weißt, jetzt kommt da irgendwas. So ist es. Du musst dich dafür anschnallen. Schon. Die rote Obsidian ist die nummeriert von Jokic? Nee, ne? Weil die so rot ist. Aber ich weiß, das war die Asia Timor Box. Da gab es nämlich die Red. Oh, Magic Johnson. Ja, die habe ich ja. Ich erinnere mich, die hast du beim letzten Treffen. Halte sie in Ehren, Mann. Beim letzten Treffen hast du die hier mitbekommen, ne? Schon, haben wir getauscht. Fliegender Holländer, Rick Smith. Boah, nice, ey. Lukas Samanić, auch ein, war ein Rookie-Auto, aber heute leider nicht mehr so relevant. Mhm. Boah. Da wurde ich schon ein paar Mal drauf angeschrieben, boah, auf diese Karte. Das müsste die Genesis sein. Oder Peacock. Ich glaube, Genesis ist es. Was hat es mit dieser Karte auf sich? Das ist eine Parallel. Die ist nicht nummeriert. Mhm. Aber ich glaube, das ist die. Ich glaube, Genesis. Das ist eine Parallel, die man in Mosaik kriegen kann. Mhm. Und dann sehen die so aus. Ey, Chris, gib mir mal bitte eine Mosaik Blasterbox. Ganz links im Regal. Chris, ganz links. Links. Chris, nicht rechts, links. Ja. Pass auf, ich muss dir dazu kurz was zeigen. Mike, halt mal bitte kurz diese Karte. Wir haben nämlich hier das Produkt, wo die Karte drin sein kann, Mosaik. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal hiermit beschäftigen, lass ich mal ganz kurz was nachgucken. Genau, siehst du hier, dieses letzte Wort, kann man das einfangen? Mosaik Genesis. Mhm. Genesis ist diese Parallele, die du gerade hast. Mhm. Und die sehen so geil aus, weil die haben verschiedene Farbschemen da drin. Mhm. Sehr selten. Mhm. Kriegt man vielleicht eine pro Case oder so. Aber sehr, sehr gut. Jetzt wenn ich jetzt noch der richtige Spieler wäre? Ja. LeBron wäre sehr teuer. Ja. Aber Drummond geht eigentlich. Hat jetzt nicht so die große Fanbase. Deswegen sind diese Karten sehr leicht zu kriegen und auch eher defensiv zu verkaufen. Verstehe. Aber sehr, sehr geile Karte. Also wirklich Kompliment dafür. Du hast wirklich eine gute Vielfalt auch. Guck mal auch hier. Boah.
Die musste ich, habe ich im Internet gefunden, musste ich haben, weil das ist natürlich auch eine Legende. Ne? Raphaelson, Skip to my Lou. Ja, Mann. Die Gala Auto auf 25, also mein lieber Scholli. Also du machst dich wirklich neidisch mit der Jason Williams, mit der Skip to my Lou. Starkes Ding. Carson Edwards. Das ist auch so eine Parallele, ne? Von Marquis. Edwards, ich glaube Minnesota wird richtig durchbrennen. Oh ja, die können es nicht gefährlich machen. Boah. Wie geil ist denn bitte diese Karte? Schau mal. Das Bild. Attila. Kreismeister im Boxen. Und weißt du was, Mike, bei den Karten generell, es geht nicht nur um Werte. Wir reden hier von einer Karte, die hat vielleicht 5, 6 Euro Wert, das ist die Green-Parallel. Genau, ja, ich weiß, was du meinst. Aber die Karte, jeder Sammler in Deutschland würde die gerne besitzen. Und ich bin auch einer davon. Deswegen, wenn du die abgeben würdest, ich habe großes Interesse an der Karte. Ist halt, ja, Dirk ist halt auch die ist Endgegner. Und Dirk ist auch größter Ehrenmann, den wir in Deutschland haben. Wir haben ja noch ein paar. Sind dann jetzt da, ja? Merkst du, da sind vielleicht ein paar Deutsche, oder? Ja, ich habe, glaube ich, Deutsche separiert. Die Schwarzen sind einfach nur so Trenner, ne? Genau. In der Hoffnung, ich treffe die mal. Oh ja, also du machst das gut, du hast hier ein paar Trenner dabei. Und die hast du in der Hoffnung, dass sie die vielleicht unterschreiben, wenn du ja, treffen. Ja. Safe. Schröder, ich glaube, früher oder später kriegst du schon in Deutschland zu sehen. Die Karte sieht auch endgeil aus. Richtig starkes Ding. Von Illusions. Die hat so einen schwarzen Holo-Effekt. Auch Save Daniel Theiss, richtiger Ehrenmann. Auch hier wieder. Die Mosaik von Daniel Theiss. Kleber. Kleber ist für mich komplett unterbewertet. Der Typ ist Maschine, ein Hustler. Also wenn ich Kleber im Team hätte, der würde bei mir nur durchspielen. Detlef Schrempf. Die Legende, die wir hatten vor Dirk Nowitzki. Mhm. Wenn ihr ihn nicht kennt, war auch damals All-Star, bester sechster Mann, glaube ich, war da auch in der Liga gewesen. Mo Wagner, Jason Williams. Hast du eine Franz Wagner in der Sammlung? Leider nicht, ne. Ich werde dir das gleich ändern. Gleich hast du eine. Oh, das wäre natürlich nice. Gleich hast Franz du eine. Ist natürlich ein Kandidat, ne? Safe. Auch. Boah, guck dir mal, bitte film mal nur bitte diesen Baggy-Stil der Shorts. Das war eine geile Zeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Mann. Auch die Schuhe, die Sneaker, ja. das war ein Style. Ja. Ich wäre dankbar, wenn wir das wieder so ein bisschen zurückkriegen. Schon, ja, ich weiß, da bin ich auch. Diese ganze Baggy-Mode. Ganz bei dir, Mann. Ich glaube, hier hast du eine richtig geile. Das ist die 99er Metal Rivalries. Guck dir mal die Spielerauswahl an. Mike Bibby und Jason Williams. Das Fun Fact ist, ein Jahr später waren beide in einer Mannschaft. Richtig. Achso, in einer Mannschaft mit dem Sacramento Kings. Echt? Ja, ja. Waren sie da doch noch zusammen? Mike Bibby hat mit Jason Williams zusammen für die Sacramento Kings gespielt. Mit den Divas, Stojakovic. Ja, richtig geiles Ding. Auch ich glaube, Hida Çokoğlu war auch da. Der Türke. Der Beste. Der Hida jetzt. Und Doug Christie. Doug Christie, ja, Mann. Doug Christie. Nur mal, dann, pass auf, ja. Doug Christie. Fun Fact, vor den Lakers, bevor Kobe zu den Lakers kam, war Doug Christie bei den Lakers und er hatte die Nummer 8 gehabt. Mhm. Das heißt, ich interessiere mich auch immer für die Geschichte von den Spielern vor der Trikotnummer, die hatten. Und der Typ vor bei den Lakers, vor Kobes Nummer 8, war Doug Christie mit 8. Also ein Doug Christie Lakers Jersey wäre schon auch nice. Ja, wenn du guckst, Lakers 8, denkst du Kobe und drehst voll um Christie. Richtig, genau. Das Flex. Ja, Mann. Aber safe, Mike, ich bin baff. Du hast endgeile Unterschriften, du hast geile Parallels, die richtige Spielauswahl. Du bist mal eben vom, wie sagt ein bekannter Rapper, vom Bordstein zur Skyline hochgegangen. Okay, nice. Richtig, richtig stark. Weg. Nice. Sehr schön. Deswegen also meine Lieblingskarten. Du hast endgeile Brecher hier. Skip to my Lou, Jason Williams Autos, Zion, LeBron Parallels, Dennis Schröder Karten, aber hier. Ich bleibe hier wirklich bei den einfachsten Karten. Mhm. Dražen Petrović, das ist eine normale Base-Karte, nichts Besonderes. Ja, und Kobe Bryant. Das heißt, auch wenn die Karten noch so attraktiv sind, wir müssen die Realness bewahren. Ja. Wenn eine Karte cool aussieht wie die hier, einfach mal eine Kobe Bryant oder eine Dražen Petrović Base-Karte. So. Legenden einfach. Flex-Karte muss nicht teuer sein, muss einfach nur geil aussehen. So. Deswegen, Mike, vielen, vielen Dank, dass du mir deine grandiose Sammlung gezeigt hast. Ich sage vielen Dank für die Zeit. Ich sorge jetzt dafür noch, dass wir auf jeden Fall gleich noch die Karte auf dem Boden filmen. Mhm,
Stimmt, sehr gut. Ich hätte schon wieder vergessen. Wir dürfen sie nicht vergessen. Und ich sorge dafür, dass du auf jeden Fall gleich mit der Franz-Wagner-Karte nach Hause gehst. Warte mal, ich habe noch was drin. Okay, ey, wir haben mehr. Okay, lass mal zurück. Ich habe jetzt schon gesehen, das sind, glaube ich, nur Jason Williams Karten. Gut sein, ja. Vielleicht ist so das dein harter Kern. Das coole ist, Bombending, 98er Prespas Double Thread. Jason Williams, Sharif Abdul-Rahim. Die hatten damals keine Lizenz. Das heißt, man sieht die Trikots ohne Namen. Ja, okay. Er war gerade früher bei den Memphis Grizzlies, aber die gucken so, was wird passen von der Spielauswahl. Leider ohne Namen, aber endgeiles Produkt. Das würde ich gerne zurückhaben, aber leider keine Lizenz mehr. Community, wenn ihr keine Ahnung habt, wer dieser Typ war, Jason Williams. Mike, ich glaube, jeder sollte mal von Jason Williams White Chocolate auf YouTube mal einfach mal die Top 10 eingeben. Ihr werdet es nicht glauben, das, was ihr seht, war damals so noch nie gesehen worden, oder? Noch heute kannst du mir nicht vorstellen, dass jemand so einen Flavor bringt. Also LaMelo macht so ein bisschen, der ist aber auch weit entfernt natürlich. Und ich weiß auch genau bei ihm alles, auch sein Wurf, genau wie er geworfen hat. Der Typ ist Endgegner. Ja, endgeil. Das ist auch wirklich der Spieler, wo mich wirklich abholt und Flash bei Karten sammelt. Ne? Du hast einfach so viele Jason Williams Karten hier gerade mir noch rausgeholt, einfach aus dem Hinterhalt. Safe. Auch einer meiner Lieblingsszenen, hier ist ein anderer Spieler drin. Sollen wir mal gucken, wer auf der Rückseite drauf ist? Oder weißt du es? Ne. Wer ist es? Oh, Steph Mowry. Boah. Starke Karte. Stephon. Das heißt, in der Karte war Stephon so sein Pate. Sein Pate auf der Karte. Puh. Guck dir mal nur dieses Bild an. Und du weißt schon genau, was ich meine. Ja. Du weißt doch, wer kommt an. Du weißt genau, was abgeht. Eine meiner Lieblingsszenen ist wirklich die Sache Gary Payton. Den haben wir jetzt übrigens getroffen vor einem Monat in Atlantic City. Und Gary Payton war einer der besten Verteidiger der Liga. Yep. Er wurde nicht umsonst auch der Glove genannt. Zufällig habe ich schon Glove an. Ja. Und Gary Payton war so, der war bei dir wie ein fester Handschuh, du kannst ihn nicht abwimmeln. Ja. Es gibt diese eine Szene, guckt euch die Top 10 von Jason Williams an, wo er dribbelt und den einfach dann stehen lässt. Fastbreak und gegen Schlemm schießt er ab. Genau, und dann macht er so diesen laufenden Korbleger. Ja, und drüber. Und der Gary Payton guckt ihn einfach nur so verschmitzt an und denkt, Junge, das hast du einmal gemacht und nie wieder. Zeitlose Szene, zeitlos. Deswegen. Und das ist das Schöne an Karten, die bringen nämlich Erinnerungen wieder zurück. Genau so ist es. Und lassen uns wieder dahin zurückgehen. Genau, das meine ich. Am meisten bei Jason Williams, da habe ich immer dieses, Bild am Kopf so. Deswegen, Mike, ich bin baff. Sammlung Endgegner. Sehr gut. Und ich bin auf zwei, drei Karten richtig neidisch hier. Sehr gut. Ja, und ich habe schon gesehen, dein Regal drüben, muss mir eine neue dann mitnehmen. Jason Williams habe ich gesehen. Ich glaube, wir kriegen gleich was hin. Nice. Also und Franz Wagner besorge ich dir gleich noch. Franz Wagner, ja, da habe ich nämlich auch schon gesucht, da zur EM. Da hat er mich so geflasht, dass ich gesagt habe, ich glaube, mit Franz Wagner habe ich alles nochmal extra durchsucht, aber ich hatte keine, nur eine Mo Wagner. Ich weiß, wir haben gestern eine gezogen, ich habe natürlich mal rausgeholt in die Vitrine, weil wenn wir Franz hier in der Vitrine haben, gib mir eine, zwei Stunden, die kann ich weg. Das glaube ich, ja. Die überlebt nicht lange. Ja, wir kriegen viele Nachfragen nach Dirk, nach Franz Wagner, Maxi Kleber, Zipser, aber die Karten, glaube ich, am selben Tag sind alle weg. Der hat sich schon nach dieser Ehe noch ein bisschen verewigt. 100%. So feine Jungs. Deswegen, wir müssen Basketball Deutschland hochhalten, wir geben unser Bestes. Ja, ob es auf dem Freiplatz ist, ob es mit Karten ist. Egal wo. Wir geben Gas und genau, wenn ihr Fragen habt, connectet mich, connectet Mike. Videobeschreibung unten auschecken, wie gesagt, hier der Fachmann für die Karten. Hip-Hop-Bereich. Checkt den Store aus, wenn ihr hier Langenfeld sind, gell? Genau, zwischen Köln und Düsseldorf, genau in der Mitte sind wir hier. Ja, auschecken. Kiki, vielen lieben Dank wieder mal. Danke dir, Mike. Ich habe die Ehre. Mega. Großer Besuch wieder. Cool. Haut's rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike und Kiki. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike.